Yippie-yay, yappadabadu, Saisoneröffnung 2019 am, was haben wir heute? 16. Februar. Saisoneröffnung 2019, 16. Februar bei 10,5 Grad. Wie ihr seht, jappadabadu. Juhu! Luftdruck geht. 2,3 vorne und 2,4 hinten. Also erste Tour jetzt erstmal schnell. Tankstelle. Tankstelle. Den Sprit glaube ich brauche ich gar nicht. Aber Luftdruck brauche ich unbedingt. Also Luft brauche ich unbedingt. Ist ja sagenhaft. Oh, die fährt sich, als wenn wir gar keine Pause gehabt haben. Und sie hat erst so, habe ich gedacht, oh, jetzt geht die Batterie aus, Batterie leer. Als wenn sie stoppt, so blub, blub, war sie da. Ding dong dang, hurra, hurra. So schnell. Ist das cool. Wir wollen uns heute mit einer Freundin treffen. Im Schlosscafé Rantzau bei Barmstedt. Wir sind jetzt ein bisschen früher losgefahren, weil Reifen einfahren, Luftdruck. Ich muss erstmal ein bisschen üben, weil Thomas ist ja nur schon ein bisschen länger gefahren. Ich war ja fleißig arbeiten in der Zeit. Was gibt es Schöneres als Saisoneröffnung, hurra! Jetzt habe ich das vermisst. Und ich habe mir jetzt für meine Powerbank, weil Steckdose geht ja noch nicht, ich gehe erst im März in die Werkstatt mit der BMW, und zwar oben fürs Pad, eigentlich fürs iPad vom Tankrucksack, das Ding genommen und habe das umgedreht und die beiden Doppelgurte, zeige ich nachher auch nochmal, einfach nach unten gebastelt. Einfach nach unten gebastelt. Und das andere, das Einzelteil, den Klett am Lenker festgemacht. Ja, dann gucke ich einfach mal, wie das funktioniert. Müsste eigentlich hinhauen. Ich hoffe, macht mir nicht den Zündschlüssel aus beim Drehen, beim Lenkerdrehen, beim Lenkeinschlag. Aber ich denke mal nicht. Hm. Irgendwas hat die Batterie. Aua. Oh. Ich komme in den Stiefel nicht runter. Ja, das glaube ich. Das geht mir ja genauso. Oh, die biegen sich ja vorne nicht. Boah. Thank you.
Oh, ein Geplünne, sag ich dir, ne? Oh. Ich mache meine Heizung habe ich ja auch schon an, aber irgendwie. Tja. Ciao, ciao. Ist das ein Wetterchen? Traumhaft. Und das am 16. Februar. Sagenhaft. Mit der Griffheizung merkt man gar nicht, dass es kalt ist. Und eigentlich ist es auch gar nicht so richtig wirklich kalt. Wir haben 13,5 Grad. Das ist schon ganz angenehm. Ist kurz vor den BMW-Klamotten. Weil ab 15 ziehe ich dann auch die BMW-Sachen an. Zu sappeln, obwohl ich ja nur so lange gar nicht on war. Aber es ist einfach zu schade, das alles zu zersappeln hier. Das schöne Wetter, die schöne Strecke heute wieder mal nach langer Zeit. Das muss gar nicht so sehr zersappelt werden. Dann spiele ich da lieber nachher ein bisschen Musik drunter. Das ist, glaube ich, viel, viel schöner.
Hier waren wir auch immer noch nicht. Hier wollten wir auch immer noch mal her. Haben das Ganze ja noch nicht geschafft, die ganze Zeit noch nicht. Dass wirklich alles läuft. Ne? Also selbst über Dri hat sich ja jetzt wieder erholt. Nach ihren kleinen Startschwierigkeiten vorhin. Und alles ist heile, alles läuft, alles ist wie geschmiert. Die läuft, als wenn sie gar nicht im Winterschlaf war. Also schon sehr, sehr, sehr schön. Sehr zuverlässig. Danke, liebe Erna. Heißt sie jetzt Erna? Nee, die heißt nicht Erna. Oh, ich habe noch keinen Namen für meine Bertha. Bertha. Ja, stimmt. Lieselotte Bertha war das ja gewesen. Und ich muss noch ein rotes Zeichen drauf machen, damit man auch sieht, dass das unser YouTube-Kanal ist. Auf dem Helm habe ich das schon, auf dem Koffer auch. Von meinem Sohnemann, der hat das ja so toll gemacht. Und auf dem Moped ist es ja drauf, aber es ist draußen noch zu kalt, um da die Aufkleber drauf zu machen. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Da muss ja mindestens 15 Grad draußen sein, bevor ich das darauf knallen kann. Also muss es fürs Motorrad noch ein bisschen warten. Weil Helm und Koffer habe ich ja immer drin, da kann ich das ja immer kleben, wie ich lustig bin. Wow! Das ist ja mal ein Hammerschlitten. Wow! Zwei sogar! Holla die Waldfee! Blinke ich denn noch? Ja. Ah ja. Stell dich langsam. Wackeln. Wow. Das ist der richtige Sound. Aber Bock hat der da durchpustet, möchte ich nicht. Nein. Deswegen fährt er ja auch nur heute für eine halbe Stunde Kaffee trinken und wieder nach Hause. Mhm. Weil die Amerikaner haben ja große Hubraum, aber keine große Technik gebaut. Ja. Dem war das nicht egal. Dem ist das heute noch egal. Boah, sie werden es langsam anders. Nee. Nee? Das ist auch nicht toll geworden da. Boah, das stimmt ja auf den Feldern, wa? Mein Gott. Das ist Dorf und das ist Landwirtschaft. Ja. Kennst du das Café hier? Also ich war hier noch nicht. Das ist total schön, total süß. Na, gute Fahrt. Ja, das machen wir auch mal. Letztes Jahr war das hier gesperrt, hier hinten lang. Guck mal, wir knutschen jetzt mit den Helmen. Warte, lass mich noch absteigen zum Knutschen. Wir machen jetzt Helmknutschen. Helmknutschen? Oh, Vorsicht! Oh. Auf jeden Fall ist mein besser. Ja? Ja, bei mir nach wie vor ja nicht, ne?
Bei mir nach wie vor ja nicht, weil das halt so hochgezogen ist. Nee, aber der ist echt besser, anders, der ist weicher. Und der andere war hier so sehr kantig. Und das okay. Genau hier auf ja. Höckern richtig weh. Das glaube ich. Mit dem nicht. Hm. Haben wir noch mal lecker im Café Alsterwiesen, immer wieder sehr zu empfehlen. Da haben wir auch die Manu verabschiedet und jetzt geht es auch für uns heimwärts über die Dörfer. Aber war eine richtig schöne Saisoneröffnungstour heute. Esel und Ziege gehen zusammen spazieren. Das war ja ein Ritt, wa? 142 Kilometer ungefähr. Puh, aber dafür, dass es die erste Tour war, doch ganz schön. Meine Griffe sind schön warm jetzt noch. Pass mal an. Das freut dich, ne? Ja.